Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema und kommen zum YouTuber Never Forget Nikki. Der geht ja gegen mich gerichtlich vor vom Landgericht Köln. Ich habe dazu was in MG Direkt kürzlich erzählt, falls ihr es gesehen habt. Falls nicht, schaut es euch gern nochmal an. Mein Anwalt hat dazu bereits ein Antwortschreiben ans Landgericht Köln geschickt mit Antrag auf Ablehnung. Mal schauen, was daraus wird. Ich bin nicht der Einzige, gegen den Niklas Lotz vorgehen will. Er hat jetzt in einem neuen Video auf seinem Kanal angekündigt, dass er gegen alles und gegen jeden vorgehen will, der ihm nichts Gutes will. Und deswegen werde ich gegen jeden Einzelnen hier juristisch vorgehen, der sowas macht. Auch diese ganzen Menschen, die ich jetzt angezeigt habe, es reicht mir nicht, um diese Menschen anzuzeigen. Wenn sie wirklich verurteilt werden sollten, werde ich auch persönlich noch juristisch gegen diese Menschen vorgehen, wenn ich ihre Adresse von der Polizei dann bekomme, wenn diese mir eben dann freigegeben wird, wenn ich Akteneinsicht beantrage, dann wird es so sein, dass ich auch was gegen diese Menschen persönlich machen kann. Ihr seht schon, ich beschäftige viele Anwälte immer wieder, das werde ich auch weiterhin so machen, weil ich sage ganz ehrlich, Leute, wir müssen uns endlich wehren. Es kann nicht sein, dass wirklich solche terroristischen Aktivitäten dazu führen, dass diese Menschen auch noch ihr Ziel erreichen. Man verhandelt nicht mit Terroristen. Hui, man redet aber auch keinen Müll. Das ist nämlich oft der Anfang von Terrorismus, Niklas, ne? Gut, er behauptet, er bekäme Morddrohungen. Ich meine, das ist klar, das geht natürlich nicht. Also sofern das stimmt, also davon distanziere ich mich natürlich auch, um das klar zu sagen. Ansonsten, Niklas, meine Adresse hast du ja. Und dann schauen wir doch mal, über wen am Ende wie gerichtet wird. Einer seiner Unterstützer und vermutlich auch Geldgeber ist der Bauunternehmer und Millionär Peter Weber. Über sein Portal Hallo Meinung habe ich ja schon mehrmals was gemacht. So auch im November 2019. Und genau diesen Beitrag, den ich damals gemacht habe, der ja auch auf YouTube erschienen ist, den will Weber jetzt auch aus dem Netz haben. Ja, so ist es eben mit der Kritikfähigkeit. Ne? Hallo Meinung, aber bitte nur, wenn es Herrn Webers Meinung entspricht. Ansonsten könnte man auch sagen, Tschüss Meinung oder so. Also Hallo Meinung ist vielleicht gar nicht so der richtige Titel dafür. Weber hat einen Antrag auf Deaktivierung bei YouTube gestellt. Und der wurde abgelehnt. YouTube hat gesagt, dass es keinen ausreichenden Grund gibt, mein Video zu entfernen. Man hat es über das Urheberrecht probiert, aber hier hat eben YouTube gesagt, das Verhältnis zwischen dem, was wirklich an sozusagen Material von mir, von Hallo Meinung benutzt wurde, ist nicht so dramatisch, dass man da sozusagen eine Urheberrechtsverletzung feststellen könnte. Ja, mal schauen, was Weber jetzt noch unternimmt, ob er noch irgendwas unternimmt. Mir wurde von YouTube auch der Originaltext von Webers Deaktivierungsantrag zugeschickt und meine Lieblingsstelle ist diese hier. In Deutschland gibt es kein sogenanntes Fair-Use-Recht. Es gilt lediglich das deutsche Zitatrecht, was hier jedoch nicht erfüllt ist. Ganz wichtig, mein Videomaterial wird stumm geschaltet, abgespielt und als Hintergrundbild verwendet. Es findet keine inhaltliche Auseinandersetzung mit meinem Originalvideo statt. Meine originalen Videosequenzen wurden verwendet, um das Video zwecks Monetarisierung in die Länge zu strecken. Na, Herr Weber, sind wir wieder auf dem Verschwörertrip? Denn das, was Sie da schreiben, ist natürlich Unsinn. Unsere Videos sind mal 7 Minuten lang, mal 6 Minuten, mal 9 Minuten, mal auch 12 Minuten. Das ist ganz unterschiedlich. Also die Behauptung, wir würden Videosequenzen nur zeigen, um es in die Länge zu ziehen, zwecks Monetarisierung, das stimmt schlichtweg nicht. Es ist vollkommener Unfug. Alles, was ich zeige, ist in dem Moment stimmig und sinnig, sonst würde ich es nicht zeigen. Also Sie müssen nicht in Sachen Geldgeilheit von sich auf andere schließen. Was ist denn nun mit Hallo Meinung eigentlich? Ich habe darüber ja mehrmals schon berichtet. Das ist diese komische Seite, wo man nur draufkommt, wenn man vorher ordentlich Geld abdrückt, 36 Euro pro Jahr. Das sparen wir uns einfach mal. Es gibt ja auch den YouTube-Kanal und dort werden jede Menge Videos hochgeladen. Jetzt gerade zum Beispiel wieder eins von Herrn Weber persönlich, wo er erneut die braune Dreckschleuder anschmeißt. Hier komme ich nochmal, Freunde von mir, und zwar konservativer Aufbruch Mittelfranken. Das ist der konservative Flügel der CSU. Gute Leute dabei. Unfassbar. 8-Jähriger und seine Mutter von Schwarzen vor Zug gestoßen. Wo war der große Aufschrei? Wo waren sie, all diese verlogenen Rassismusaktivisten? Wo war sie, die groß angelegte medial inszenierte Rassismusdebatte? Nichts ist, gar nichts war. Lächerlich. Hört euch das ruhig mal an. Es gibt eine Möglichkeit, wirklich dem Ganzen zu widerstehen. Und das ist Hallo Meinung. Lasst uns stark werden. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Wir haben was vor.
Ihr habt was vor, so, aha. Will Herr Weber vielleicht eine eigene Partei gründen zur Bundestagswahl und als Spitzenkandidat antreten oder irgend sowas? Da sind wir ja mal sehr gespannt. Naja, klar, dass ihm da natürlich unliebsame Berichterstattung nicht gerade passt, denn die könnte man ja sozusagen dann finden, wenn man seinen Namen irgendwo bei Google eingibt. Ja, was wir da gerade gesehen haben in dem Video, 8-Jährige und seine Mutter von Schwarzem, Ausrufezeichen vor den Zug gestoßen. Wo war der große Aufschrei? Also ich kann mich erinnern, dass der Aufschrei sehr groß war, aber Herr Weber meint ja wohl, dass der Aufschrei nicht so groß hätte sein müssen, wenn ein Weißer die Tat begangen hätte. Also es ist ganz schlimm, was da passiert ist in Frankfurt am Hauptbahnhof. Es ist egal, ob das jetzt ein Schwarzer oder ein Weißer gewesen wäre. Die Hautfarbe spielt hier überhaupt keine Rolle. Und sich dann im nächsten Bild quasi reflexartig von Rassismus zu distanzieren. Ja, was ist denn anderes als Rassismus, wenn man quasi Menschen mit einer gewissen Hautfarbe auch zugleich bestimmte Verhaltensweisen zuordnet? Hier, der Lotzlöffel, der hat auch gerade das hier getwittert. Schwarze werden in den USA viel häufiger kriminell als Weiße. Jede Statistik belegt dies. Folglich sind sie auch häufiger mit der Polizei in Konflikt. Folglich werden sie logischerweise auch häufiger von Polizisten getötet. Hört auf mit der Rassismus-Phantom-Debatte. Abgesehen davon, dass das mit der Kriminalität von Schwarzen so gar nicht stimmt. Wenn du, lieber Niklas Lotz, einem Schwarzen unterstellst, dass er nur deshalb kriminell wird, weil er eben ein Schwarzer ist, dann bist du ein Rassist. So einfach ist das. Ach ja, was waren das noch für Zeiten damals im Jahr 2014, das Jahr, in dem Deutschland Fußballweltmeister wurde. Es gab keine Kriminalität, es gab keine Umweltverschmutzung, es gab keine Arbeitslosigkeit. Ja, also so etwa klingt es im offiziellen Hallo-Meinungs-Song an. Den gibt es mittlerweile nämlich auch. Und da können wir mal ganz kurz reinhören. Keine Sorge, Herr Weber, ich werde das Zitat recht einhalten, denn diesen Quatsch kann man sich eh nicht länger als ein paar Sekunden anhören. Weißt du noch 2014, als wir den Titel hochhielten, als wir in unserem Land, als wir uns noch wohl fühlten? Weißt du noch, wie glücklich wir damals gewesen sind, vereint in unseren Herzen und die Regierung noch nicht so blind? Also, im Jahr 2014 war die Große Koalition auch schon im Amt und die Bundeskanzlerin hieß auch schon Angela Merkel. Sie war bereits schon 9 Jahre Bundeskanzlerin zu dem Zeitpunkt. Die böse Angela Merkel, die ihr alle jetzt so schlimm findet. Ja, das ist das für ein billiger Versuch, die Vergangenheit irgendwie zu verklären. Ich weiß schon, was gemeint ist. Im Jahr 2015 kamen die bösen Flüchtlinge und seitdem ist ja alles anders. Also, dass in der Flüchtlingspolitik sicherlich auch hier und da nicht alles gut gelaufen ist, das würde ich ja auch nicht bestreiten wollen. Ich habe das ja auch zigmal zum Thema gemacht. Aber wenn mal jeder Einzelne für sich mal guckt, was hat sich in eurem Alltag denn eklatant geändert in den letzten 6 Jahren? Das ist doch die entscheidende Frage. Gut, vielleicht ist der ein oder andere arbeitslos geworden oder irgendwas, aber sind daran wirklich konkret Flüchtlinge schuld? Das muss man sich ja immer wieder fragen, ne? Und vor allem ist mein Appell, lasst euch doch bitte nicht verführen von solchen Leuten wie Herrn Weber oder diesem Niklas Lotz, die mit dieser aufgeheizten Wutbürgerstimmung im Grunde einfach nur Kohle machen wollen. Und um nichts weiter geht es ja eigentlich. Es ist vollkommen okay, konservativ zu sein. Man muss nicht grün sein oder links sein. Aber bitte auch auf der konservativen Seite bedarf es eines Mindestmaßes an Niveau. Also, das bieten euch eben Leute wie der Multimillionär oder der Lotzlöffel gerade nicht. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.